Ich würde sie gerne tasern. Könnten Sie kurz anhalten? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Wir hatten... Moment. Also, wir hatten beim letzten Mal... Da steht rein und da kam steht raus. Okay. Wir wollten... Ah, genau. Also, denn wir haben uns da schon mal einen Plan hingepackt, was wir als nächstes machen wollen. Ich wollte gerade fliegen. Fliegen ist ja doof. Weil, kann ich gar nicht. So, gucken wir mal. Wir wollen Kabel machen. Wir wollen das Zeug machen. Beton. Wir wollten Beton holen. Haben wir 500 Beton? Weltraumlift ist... Ich muss den Weltraumlift da erstmal wieder rausnehmen. Weil, das ist... Gerade, was haben wir denn da? Lagercontainer. Brauchen wir auch gerade nicht. Aber hier haben wir... Uns ist mal wieder eine Sicherung durchgebrannt. Okay, das dauert ein bisschen. Okay. Vielleicht muss ich mich doch mal ein bisschen um Nicht-Erneuerbare kümmern. Ich weiß nur, das hier schon mal rein. Haben wir was anderes? Wir könnten gucken, dass wir uns Platten holen. Naja, schöne Spitze. Nee, hier gleich schwierig. Wir müssen halt noch mehr von dem Zeug holen. Ja, also von den anderen da bauen, aber irgendwie das reicht noch nicht. 200 haben wir, damit müssen wir noch ein paar Dinger walzen können. Ja. Dahin. Ich spiele im Moment so viel Minecraft. Das ist ein bisschen ungünstig. Zumindest für das hier. Weil ich immer jetzt mit den Tasten durcheinander komme. Alternativ, wenn ich hier gespielt habe und gehe dann an Minecraft ran, schmeiße ich immer meine Sachen weg. Hm, weil hier ist Baumenü öffnen, ist Q und bei Minecraft ist Sachen wegschmeißen Q. Das ist ungünstig. Aber dafür ist das auch ein schönes Spiel und macht Spaß. Falls ihr da Lust habt zuzugucken, ich streame den ganzen Spaß. Zusammen mit meiner Frau. Was mache ich hier? Ihr findet uns unter Schnüffchen und Schneemann bei Twitch. Und auch bei YouTube. Wenn ich dran denke, hole ich einen Link unten in die Infobox. Für die, die ein Interesse dran haben. Ist jetzt kein Muss, aber... 69. Entschuldigung. Geht gleich wieder. Wir haben. Also, Beton ist echt lahm. So. Oh, ein bisschen Draht. Nur ein bisschen Kabel. Sollte reichen. Da rein. Haben wir sogar was über. So, es fehlt nur noch Beton. Jetzt wäre die Idee, die ich dazu habe. Einfach. Wie sieht das aus? Die könnte ich ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber macht ja nichts. Gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Wahrscheinlich nicht viel. 81. Das nutze ich gar nicht. Ja, wunderbar.
Ja, ist mir wieder eine Sicherung durchgebrannt. Wie kriege ich das mit dem Strom in den Griff? Also ja, ich könnte gucken, dass ich anderes Zeug für Strom baue. Das ist mir vollkommen bewusst. Dahin soll das. Was haben wir denn momentan? Was haben wir denn zur Verfügung bei Strom? Wir haben nur die automatisierte Biomasse. Mein automatisiert gefällt mir. Aber was ich dafür wieder an Zeug brauche, wie sieht das denn hier vorne aus? Macht ihr denn überhaupt noch was? Da ist auch noch Biomasse drin. Also wenn ich anschalte, ich muss tatsächlich welche hinzufügen. Ich mal. Wo ist der Graf? Da ist ein Pol. Mein Problem liegt eigentlich immer, irgendwann komme ich hier an diesen Punkt. Wo ist denn der niedrigste Punkt meiner Kapazität? 73. Und da bin ich bei 82. Das ist ungünstig. Also wir sind fast bei maximal 101. Wir müssen da drüber kommen. Das heißt, wir müssen am tiefsten Punkt, müssen wir, aber so am besten wären zwei Stück. Gehen wir mal hin, packen uns mal zwei hier rein. Was brauchen wir dafür? Kabel. Und Zinn. Ja, das kriegen wir doch hin. Der Reim war unbeabsichtigt, nur so nebenbei. Weil damit haben wir ja schnell, wir müssen. Zack, die Kabel haben wir. Haben wir. Das kriegen wir auch hin. Das heißt, wir müssen nochmal Zinnplatten machen. Fertig. So, dann stellen wir uns also langsam habe ich keine Ahnung mehr. Ich blicke halt auch nicht mehr mit meinen das drehen wir mal so rum und dahin. Wie sieht das aus? Lassen sich die Dinger mit zu wenig Kabel? Garantiert habe ich wieder zu wenig Kabel. Nein, lassen sie nicht. Das ist schon mal doof. Das heißt, wir brauchen mal wieder einen, am besten zwei. Jetzt. Dafür fehlt uns Draht. Uiuiui. Dass das so schwer ist alles, ne? Wir brauchen mehr Draht. Draht baller ich jetzt einmal durch. Ja, dann machen wir. So. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Wird schon nicht so schwer werden. Also, wir fangen an mit. Es fehlt Kupfer. Das ist absolut schrecklich, was ich hier mache. Da ist der Strom schon wieder aus. Das war ja genau das, was wir erreichen wollten. Du gehst daran, du gehst daran, du kommst dahin und gehst daran. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen. Dafür brauchen wir Sprit. Sprit. Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt hier? Nein. Habe jetzt mein Inventar. 8 davon, 6 davon. So, wie sieht das hier aus? Wir wollen Biomasse machen. Wir brauchen den festen
Brennstoff, der brauchen wir. Wir brauchen mehr Blätter. Na komm, machen wir die eben fertig. Das Zeug können wir Gott sei Dank auch da reinschmeißen. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und... Nee. Da reinmachen. Anmache. Wie lange haben wir denn wohl? Renndauer. Oh, das geht aber ruckzuck weg. Das geht ruckzuck weg. Also wir wären knapp da drüber. Oh, kein Strom. Oh, okay. Das war noch ein bisschen... Blätter brauchen ewig. So, wo kriegen wir... Wir gehen jetzt erstmal irgendwo gucken, wo wir Bäume finden. Ich hätte mir nicht die... Für die Mod hätte ich mir nicht diesen Startplatz aussuchen sollen. So, Natur, komm her. Wir müssen dich vernichten. Also, wir gehen heute mal ein bisschen Zeug sammeln. Das ist jetzt nicht das spannendste Gameplay, aber it's something, I guess. So. Schauen wir mal, wo wir da hinten hinkommen. Das ist natürlich super wäre, wenn ich von hier einfach hoffentlich kommen jetzt hier keine Spuren. Die habe ich gar keinen Bock. Wir schauen mal. Jetzt sag mir nicht, ich kann den hier nicht wegwemsen. Doch, kann ich. Ja, holen wir ein bisschen Biomasse. Okay, das, warum kann ich das Gras nicht pflücken? Ja, okay, kann ich doch. Warte. Warum war da eine... Was ist eine Supply? Das bist du. Okay. Bums. Ah, das könnte sich gelohnt haben. Also. Ja, wir machen das, was wir am besten können. Wir vernichten Natur. Es funktioniert gut. So. Das alles nur für ein bisschen Strom. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte halt gehofft, dass ich genau um den Kram hier mit der Mod drumherum komme. Aber naja, die Natur ist halt anders. Ne? Also, erneuerbare Energien sind halt auch nicht unbedingt immer da.
Wenn sie erneuerbar sind, heißt es ja nicht, dass sie dauerhaft verfügbar sind. Da ich noch nicht auf Sonne gehen kann. Das ist ein bisschen seltsam. Das ist einfach auch ohne die. Naja, egal. Wir kriegen das schon hin. Wie machen wir das jetzt gleich? Dafür jetzt Maschinen aufstellen, die mir das umwandeln. Genau, erstmal den Baum tasern. Ich weiß nicht, ist das so clever oder ist das mehr so ein... Nee, lass mal. Andererseits muss ich mich dann nicht drum kümmern, das zu dengeln, ne? Na, ja, die Frage. Kiste aufstellen. Da reinpacken. Gehen wir dann direkt auf den Festen. Der kam mir halt so vor, als wäre der ruckzuck weg. Ja, nochmal den Baum tasern. Ja, komm, einmal weg damit. Oh. So, wir gehen jetzt hier einmal auf großes Zeug. Erstmal. Entspannt am Traben, der Kollege. Zerstöre gerade deine Umwelt. Interessiert es dich? Nein. So. Guten Tag. Einmal vorbei. Holen wir uns eine blaue Elektroschnecke. So dumm. Blaue Schnecke. Schlecke. Was sagt denn im Moment? Falsch? Ah, es ist eine ganz... Ich glaube, das wird sich lohnen. Wollen wir den Kollegen eigentlich mal eben... Kommen Sie mal her. Ich würde Sie gerne tasern. Könnten Sie kurz anhalten? Wetter her? Danke sehr. Ich bräuchte Plasmaspucker-Überreste. Danke. Kann man den eigentlich weg? Ich weiß es nicht. Versuch's jetzt auch nicht. So, jetzt gehen wir hier lang. Nehmen das Gerüst noch mal ein bisschen mit. Nochmal an diesem Bäumchen hier vorbei. Dann nochmal hallo. Ich hab... Oh, das Zeug geht aber so schnell weg. Müssen wir jetzt ernsthaft ausprobieren, ob Biomasse oder fester Biotreibstoff besser sind zum... Oder steht das eventuell... Wäre das eventuell clever, wenn... Warte mal, wir haben doch hier einen Codex. Entschuldigung, wir haben einen Odex. Tutorials brauchen wir nicht. Können wir aber mal eben alle abhaken. Dann alles ausgelesen markieren. Das ist ja praktisch. Rezepte. Rezepte. Wir hätten gerne Ausrüstung. Nein. Wo ist es? Biomasse. Steht da irgendwas? Produktionsrate. Nein. Da ist es weg. Hauptsächlich ist Treibstoff und Biomasse, die Pflanzen können damit Energie erzeugen. Mir ist viel energieeffizienter als biologische Rohstoffe. Was? Vom Fissen? Kann als Kettensäge verwendet werden. Das ist der einzige Grund. Aber jetzt hier noch drin stehen würde, wie lang das brennt, ne? Ja, wir laufen jetzt mal da hinten hin. Wir haben ein bisschen was. Vielleicht ist unser Beton auch schon fertig. Da ist wieder Uran.
Das funktioniert ganz gut. Hier spielen wir drüber. Und dann da hoch. Der war knapp, der Sprung. So. Wir müssen ja sowieso umwandeln. Das heißt, wir machen das jetzt einmal komplett. Dann machen wir das nicht komplett. So. Jetzt nehmen wir uns nochmal. Wir machen jetzt wirklich ein wissenschaftliches Experiment. Wir packen. Moment. Du bist ganz leer. Ich verstehe den Spaß. So. Nein. So. 10 pro Minute haut der weg. Und er hier. Vier pro Minute. Vier davon. Einmal, ich brauche 4 von denen, um einen davon zu machen, um 4 davon zu machen. Und ich brauche 8 von denen. 8 von denen. Das heißt, ich brauche die doppelte Menge. Das heißt, ich bräuchte also 16. Was rechne ich da? Also ich brauche eine Minute kann ich mit 8 befeuern und das andere ist eine Minute mit 10 befeuern. Da muss ich es tatsächlich umwandeln. Das bedeutet, an der Stelle wird es aber dann doch wieder interessanter, hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ich schmeiß hier... Ja, wir brauchen einen Lagercontainer. Da schmeißen wir alles rein. Wir brauchen dann einen Fusionator, einen... Schade, brauchen wir nicht. Das wäre zu gut gewesen. Wir brauchen doch einen davon. Und wir brauchen doch nochmal einen zweiten Container. Muss ich auch noch drauf achten. Scheiße. Und bei Produktion brauchen wir 2 Konstruktoren. Wir haben fast alles, es fehlt uns nur Kabel. Das heißt, wir sind fertig dafür. Wir sind gerüstet. Sehr gut. So. Konstruktor. Einmal. Zweimal. 2 Konstruktoren. Was wir noch nicht mit drin haben, ist... die andere. Oh, wir brauchen ja noch einen weiteren. Wir müssen ja... Was sind denn da oben drauf zu stellen? Falsch rum. So. Wir brauchen ja noch hier vor einen. Da war ja noch was. Das heißt, ich muss noch mal... eben einen mit reinnehmen. Da habe ich ja vorhin nicht drüber nachgedacht. Und wir müssen auch noch Kabel machen, um uns Strom zu machen. So. Kabel. Wir brauchen mehr Draht. Zum Glück brauchen wir ja nichts anderes. So. Und dann einmal auf Kabel gehen. Jetzt haben wir einen noch hier vor. Ja. So, wir brauchen hier
den Fusionator. Das wird nicht funktionieren, was ich hier mache. Wir müssen den nochmal abreißen. Das ist zu eng gesetzt wieder. Egal. Wir machen das anders. Richtig. Setze ich mal so hin. Dann schnappe ich mir einen Fusionator. Dann setze ich ungefähr hier so hin. Dann muss ich das da reinziehen. Das da reinziehen. Und jetzt brauche ich wieder Eisenplatten. Kann das irgendwie sein, dass ich in der Nacht mehr Probleme mit Wind habe, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt? Wir holen uns das mal raus. Da läuft wieder ein bisschen was. Da kommt wieder ein bisschen Strom mit dazu. Ja. Ich weiß, ich denke mal wieder erstmal zu. Da geht's rein, da geht's raus. Denk zu klein wahrscheinlich erstmal wieder. So, wieder rein. Danke. Du komm da rum, geh da rein. Und du geh da rein. Und du gehst da bitte rein. Das machen wir nur noch. Da rein. Da rein. So. Blätter sind oben. Wäre mein Call. Blätter gehen oben rein. Und der Stamm ist unten. Ja, wo kommt da das Holz rein? So. Dann geht's. Hier kommt Holz rein. Das heißt, wir machen hier raus Biomasse Holz. Wir machen daraus Biomasse Blätter. Das geht hier zusammen als Biomasse rein. Hieraus machen wir besten Treibstoff. Da kommt viel zu wenig an, aber das macht nichts. Und das geht wiederum hier in die Dinger rein. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur von da eine Leitung legen, dorthin, dort dran. Nee. Einmal, zweimal. Okay. Ja, das müsste schneller da reinkommen, aber wir haben Förderbank Mark 2. Wir brauchen das. Wir versuchen es einfach mal. Uns fehlt Zinnblech. Eieiei. Folge wird, glaube ich, unspannender, als ich gehofft habe. Ja, wir machen jetzt erstmal. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ja. Wo haben wir das eigentlich? Oder zählt ihr das? Moment. Da 120 rein. Das ist schon mal gut.
Da würde auch gehen. Da fehlen uns zwei. Jetzt bin ich natürlich blind. Er sagt mir, ich hätte noch 5 Stück. Da sind die. Ich brauche tatsächlich einer Bänder, um was brauche ich für die? Ja, komm, hauen wir mal ab. Wie viel brauchst du? Da reicht 45, da brauche ich gar nicht schneller machen. Wie sieht das hier aus? Du brauchst 120, richtig? Richtig. Das heißt, hier kommt zu wenig Zinn. Es läuft. Also ich hin und her, wie ihr seht, aber es läuft. Aber gleich können wir nochmal nach dem Beton gucken. Und dann ist eigentlich, sollten wir doch weniger Probleme haben. Mache ich eigentlich noch 10 Dinger da? Habe ich die gerade gesammelt? Also hier Minatoren. So, wir wollen gerne, dass ich das nicht darunter nehme. Das soll schneller werden. Hier kommen 60 pro Minute raus. Das ist ja dann optim. Wenn ihr versteht, was ich meine mit optim. Wir schmeißen jetzt auch direkt, wir ballern den einmal hier voll. Wir ballern auch hier einmal den Ausgang voll. Und hier drüben ballern wir den auch voll. Okay. Ja. Also hier Chips da rein, wie nur irgendwie geht. Wenn ich das aus dem Inventar kriege. So. Das ist doch schon mal ganz nett. Das läuft jetzt schön schnell da unten weg. Hier unten kommt das gerade mal schnell genug an. Das geht da rein. Im Idealfall laufen die voll. Ich bin glücklich. So. Und hier hinten. Oh, die 66 könnte ich einmal aufteilen, die ich noch habe. Und hier reinschmeißen, weil da ist nämlich fast vorbei. Es sind keine 66 mehr. Kommen hier 28 rein. Und da kommen halt 22 rein. Auch okay. So, wie sieht jetzt mein Strom aus? Wir haben eine deutlich höhere Kapazität. Und dieser 60 Megawatt hier, das ist doch schon mal was. Das heißt, vorerst dürften wir keine Probleme mit Besuch haben. Also vorerst, bis ich wieder Zeug holen darf. Wie sieht's bei dir aus? Du hast mir, oh, mal, du hast mir fast ein Stack gemacht. Das heißt, wir können den Punkt abschließen. Also, das hätte ich gerne ein bisschen schneller gehabt. Ab, da rein, tschüss, fertig, weg mit dir. Nächsten auswählen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hatte die Stufe 1 hatte ich durch, genau. Jetzt haben wir direkt den nächsten Punkt bei den Blueprints. Wollen wir den direkt angehen und einfach von vorne nach hinten durchgehen? Was haben wir denn hier? Verbesserte Biomasse-Energie. Biological Water. Wie geht's schon damit los? Ach du Schande.
Biomasse. Ja, ab hier wird es wahrscheinlich dann interessant. Wie ist denn das? Used to burn any type of biofuel to be turned into heat and makes a waste product of carbon dioxide that needs to be vented out or used in recipes. Okay, Boiler. You can place on a planet. What is. Oh, God's sake. Er zeigt 150. Und was ist das hier? Can you place on converter platform and use steam to make turbines spin? Warte mal. Also der hat eine. Hatten der? Makes a waste product of carbon dioxide. Nicht schön. Ja, du wirst auf eine Boiler-Plattform gepackt und machst dann Wasser. Du hier hinten, was auch immer. Du machst auf der Converter-Plattform. Was ist denn die Converter-Plattform? Ist das hier die Converter-Plattform? Ich würde behaupten, den hier muss ich da drauf setzen. Dann muss der da oben drauf und vorne vor muss das. Weil das erzeugt. Oh, holy fuck. Was brauche ich dafür? Das Zeug habe ich noch nicht. Wir fangen mit dem an. Ja, die 50 Sekunden bringen wir noch um, damit wir wenigstens schon mal die Schrauben reinschmeißen können. Das scheint erstmal hilfreich zu sein, was ich hier gemacht habe. So, was decken die nochmal? 200 oder 500? Du brauchst 4 pro Minute. Ich packe gerade 30 pro Minute rein, richtig? Du machst das Ganze hier. Hallo? Ja. Sehr gut. Das heißt, theoretisch hätten wir noch einen dritten frei. Auch wenn das hier ein bisschen wild wird. Also da können wir... Wir können noch ein bisschen hinzufügen. Das ist gut. Sogar noch mehr frei für die Menge, aber lassen wir erstmal so. Du bist drin, das heißt, du bist drin, du kommst auch rein. Wir brauchen das hier. Wäre langsam, glaube ich, auch sinnvoll, das mal anzugehen, zu automatisieren. Wir brauchen die Dinger. Das wäre auch sinnvoll. Okay. Aber wir sind noch bei Mengen, die machbar sind. Lohnt sich noch nicht. Okay. Ja, wunderbar. Wir haben ja richtig viel geschafft. Wir haben einen Meilenstein abgeschlossen, aber wir haben ein bisschen mehr Strom automatisiert. Ja, das nehmen wir so hin. Es wird Tag. Dementsprechend sage ich, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Die beiden anderen Sachen verlinke ich euch unten in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, damit ich es nachtrage. Bin doch manchmal ein bisschen alt und vergesslich. Damit macht es gut.